Hallihallo, zu einem kleinen Baututorial im Forum kam die Frage auf, wie kann ich denn ein Landepad in der gleichen Höhe bauen wie mein Teleporter? Ich habe hier einen kleinen Versuchsaufbau hier in meinem Settlement gemacht und wir machen jetzt erstmal die erste Möglichkeit. Wir bauen ganz einfach eine Türe hier oben hin, so, und können dann an diese Türe snappt dann das Landebett an. Das sieht dann folgendermaßen aus. Moment, in die Baukammer rein. So, Moment, ich muss gerade gucken. Ja, snappt an. Man kann dann die Türe wieder weglöschen. Dann wird allerdings, man lässt es entweder so, aber wenn man die Türe jetzt hier weglöscht, wird dieses Umfeld auch gelöscht. Das macht aber nichts. Man kann ja jetzt ganz einfach so nicht das, sondern man kann jetzt einfach ja hier ranbauen. So zum Beispiel. Zack. Und schon hat man das Bett auf der gleichen Höhe. In etwa der gleichen Höhe. Es gibt aber noch eine andere Methode. Die zeige ich jetzt, die eigentlich noch wesentlich eleganter ist. Wir löschen das Landebett nochmal. Und das löschen wir auch nochmal weg. Und ja, das können wir eigentlich lassen. Wir setzen uns einfach eine halbe Wand hier unten dran. Setzen dann wieder eine Bodensteinplatte da dran. So. Und setzen dann hier vorne eine Türe hin. So. Jetzt, wie eben, snappt ja das Landepad sollte ja an diese Türe wieder ransnappen. Damit haben wir das ein bisschen runtergesetzt. So. Damit haben wir es um eine halbe oder eine dritte, fünfte Stufe runtergesetzt. Wir löschen wieder diese Türe. Wir löschen das. Können wir das ganz auch sein lassen. So, und jetzt kann man theoretisch nicht theoretisch, sondern jetzt bauen wir einfach, Moment, da die Steinplatten dran und überbauen damit letztendlich die komplette Landefläche. So habt ihr alle Möglichkeiten. Ich möchte jetzt die komplette Landefläche zubauen. Und dann auch einen Rahmen drum machen, wie ihr wollt. So, 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 so. Und dann könnt ihr ja weiterbauen. Ihr könnt unten Wände, Stützwände bauen, wie ihr möchtet. Und habt dann wirklich eine super elegante Landefläche, die nicht mehr als Landefläche zu erkennen ist, auf der gleichen Höhe wie der Teleporter. Natürlich funktioniert auch das Schiffrufen. Ja. So, da kommt mein Mausezahn. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kurzen Video kurz helfen. Ich sage euch Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen. Bis dahin.